Und herzlich willkommen zurück bei Animalica. Leute, es ist soweit. Es ist Patch 4.4 live und ich freue mich einfach mega. Und ich habe, man sieht es hier, ich habe alles gelöscht. Der eine war ja komplett Schrott. Ich bin da nicht mehr drauf gekommen, beziehungsweise ich bin drauf gekommen, aber ich konnte nicht mehr reisen. Und deswegen habe ich gesagt, komm, jetzt ist der neue Patch da, jetzt machen wir nochmal alles in schön. Und ich bespeichere jetzt einfach nichts, sondern ich habe jetzt einfach alles gelöscht, weil es soll unter anderem ein neues, verbessertes Speichersystem geben. Und deswegen mal ganz feste Pfötchen drücken, dass das auch was hilft. Deswegen, neues Spiel. Wir spielen natürlich normal. Peaceful ist halt ohne Monster, aber ein bisschen Monster dürfen schon da sein. Normal-Mode und es geht los. So, da hat man ja die Geschichte, ne, mit dem Dr. Moors, der hier so böse ist. Ich will es jetzt nicht komplett skippen. Ne, wer es noch nicht kann, Pause machen und durchlesen. Weil das Spiel kriegt ja auch immer und immer mehr Story hinzu. Warum, wieso, weshalb. Und wir packen schon mal gleich alles ein. Ne? Was also ganz wichtig ist, wir können züchten. Wir können ab sofort in diesem Spiel züchten. So, get starting und alle. Ach, ich bin schon wieder total aufgedreht, weil ich so happy bin, ne? Die Maus ist gerade auch verdammt schnell irgendwie. Da muss ich aufpassen, dass euch und mir nicht schlecht wird. Warte mal. Dup, 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 dup. Settings. Gibt das hier irgendwo? Maus? Gibt's gerade nicht, ne? Muss ich mal googeln. Das gibt es dann wahrscheinlich immer an. Also ich würde sagen, wir gucken mal hier schön aus dem Fenster raus. So, also was gibt es Neues? Ab diesem Update können Tiere gezüchtet werden. Um Nachkommen zu erhalten, benötigen sie ein Zuchtzentrum. Und es wird hergestellt in der fortgeschrittenen Werkstatt. Also wenn man nur eine normale Werkstatt hat, dann braucht man das gar nicht suchen. Da braucht man schon die fortgeschrittene Werkstatt. Und ein paar fruchtbare Tiere braucht man natürlich. Es muss die gleiche Art und die gleiche Rasse sein. Jede fruchtbare Art erhält mindestens eine seltene Fellfarbe, die nur durch Zucht erhältlich ist. Derzeit sind 13 Arten züchtbar, aber die Liste wird dann mit jedem Update quasi erweitert. Finde ich mega. Und es können auch mehrere Zuchtzentren gleichzeitig aktiv sein. Sehr, sehr cool. Gucken wir uns auf jeden Fall an. So, was haben die Jungs und Mädels noch gemacht von Animalica? Safe-System wurde verbessert und hoffen wir mal, ne? Das wurde auf jeden Fall geändert und gebessert. Dann gibt es acht neue Farmen bzw. Siedlungen. So wie die Bananenfarm oder wie die Kornfarm gibt es jetzt 8 neue. Ich bin gespannt. Dann neue vorgefertigte Gehäuse werden hinzugefügt. Neue Tierheime und Dekorationsgegenstände wurden hinzugefügt. Mit Tierheim denke ich mal, warte mal, können wir dann gleich gucken. Das ist sowas wie jetzt zum Beispiel dieser schöne Holzzaun, wo in der Mitte dann Glas ist mit 2 Stellen. Na, das ist quasi so ein Tiergehege, ein Tierheim. Und da sind dann wahrscheinlich auch neue dazugekommen. Ich bin gespannt. Es wurden neue Schätze hinzugefügt. Dann gibt es neue Farben für Sonnenuntergang und Sonnenaufgang. Bin ich gespannt. Die sahen ja jetzt schon immer cool aus. Bin gespannt. Dann alle Aufgaben können jetzt erledigt werden. Wenn ihr euch erinnert, wir hatten einmal, glaube ich, auch eine Aufgabe. Die haben wir erledigt. Wir haben die Bäume gepflanzt. Und sie wurde nicht abgeschlossen. Ich denke mal, dass das vielleicht damit zu tun hat. Einige Handwerksrezepte wurden aktualisiert. Einige Preise wurden aktualisiert. Einige Modelle und Texturen wurden aktualisiert. Kulzberg war anscheinend verbuggt. Das konnte man nicht auf 100% reinigen. Das ist jetzt wieder möglich. Dann mehrere visuelle Störungen wurden behoben. Verringerte Lautstärke für Geräusche wie Regen, Sturm und Schrotflinte, Bergbau und Hacken wurde anscheinend hinzugefügt. Ne, oder wurde leiser gemacht. Ich glaube, das wurde einfach leiser gemacht. War das vorher sehr laut? Ich weiß es gar nicht. Dann mehrere Fehler beim Monster-Spawner in Corpse Harbor und in der Kalidesert wurden behoben.
Dann das Ziehen und Ablegen eines Elements im selben Slot war nicht möglich. Ich glaube, das Problem hat dich tatsächlich auch, ne? So, wer hier lesen möchte, ich mach's mal so, wir kennen sie ja schon. Mir wurde das jetzt sogar schon lieblicherweise sogar übersetzt. Dankeschön dafür. Und wir sind Scarlet. Wir sind Scarlet. Dann, genau, einfach Pause drücken. Dann schauen wir mal weiter. Ich sollte aber auch lesen. Oh, ein Atlasfalter ist das. Das ist unsere Wäsche. Sehr gut, nehmen wir mit. Da oben ist noch Papier. Ich wollte eigentlich noch weiterlesen, aber ich bin schon wieder überall am Suchen und am Guckeln. Ne? Oh, ja, das weiß ich doch. Das weiß ich. Hoffe ich noch, dass ich das noch weiß. So, jetzt kommen die ganzen Bugfixes. Also, genau, ziehen und ablegen eines Elements aus dem selben Slot war nicht möglich. Dann durchdrücken der Escape-Taste während der Schlafsequenz. Wurde das Spiel anscheinend in eine Endlosschleife gepackt. Das wurde behoben. Gold, sehr schön, sehr schön. Dann Container mit dem Buchstaben J konnte nicht beschriftet werden. Also ich weiß es aber gar nicht. Ich habe das, glaube ich, dann nie gebraucht. Mit J. Was hätte man zum Beispiel, wenn man einfach irgendwo reinschreibt, jetzt fällt mir nicht mal ein Wort ein, ne? Jogginghose. Im Container sind Jogginghosen drin. Ging nicht anscheinend, weil, ging halt nicht. Weil dann J drin war. Ich weiß nicht, wieso, warum, wieso. Das kann hilfreich sein. Wurde die Stimme geändert? Nee, oder? Ich habe sie nur schon so lange nicht mehr gehört. Wer lesen möchte? Dann, einige Container speichern die darin enthaltenen Gegenstände nicht. Das wurde anscheinend behoben. Da hatte ich zum Glück kein Problem. Dann Akkuschafe, das war ein Problem. Wisst ihr noch, wie wir losgedingt sind und ich wollte so ein flauschiges kleines Schäfchen angucken und auf einmal greift uns das Viech an? Die sollten gar nicht aggressiv sein. Und das wurde jetzt auch behoben. Also die Schafe sind jetzt nicht mehr aggro. Die rennen jetzt und stürmen nicht mehr auf ihn zu und fressen dich. Das finde ich schon mal sehr, sehr gut. Dann gebrochener Code, ein Text von speziellen Elementen in den unteren rechten Ecke angezeigt wurde. Keine Ahnung, aber anscheinend wurde der Text halt dann nicht richtig angezeigt. Ist da draußen das Flugzeug oder da draußen? Ich glaube da draußen. Lass mich raus! Ich glaube, wir müssen erst hier hinter. Dann, Ich kann nicht laufen und einsammeln und lesen gleichzeitig. Ne? Ich habe mir nämlich meine Liste hier hingelegt. Deswegen laufe ich hier nur ganz langsam durch. In der Hoffnung, dass ich beides zusammen hinbekomme. Oh Mann. Okay. Verbrauchsgüter aus Lagerbehältern hatten den visuellen Effekt auf. Was? Bugfix. Es ist halt, ne, ich habe halt so mit Dings übersetzt. Und dann checke ich das selber nicht. Also, da ist da nichts mehr drin. Also nochmal. Verbrauchsgüter aus Lagerbehälter hatten den visuellen Effekt auf. Keine Ahnung, was das sein soll. Anscheinend wurde es aber behoben. Dann die Begleiter. Achso, anscheinend wurden die Begleiter, die man dabei hatte, nach einem Ladebildschirm dupliziert. Schon 50 Credits einfach mal geschenkt. Und das wurde jetzt auch behoben. Das heißt, du gehst mit einem Tier los und hast danach 5, ist anscheinend nichts mehr. Was ich aber eigentlich ganz gut finde. So, gut. Dann, ich lese jetzt gerade noch die paar Dings-Bugfix. Also, Follower, dass die sich duplizieren, ist behoben. Und dann wurde behoben, die Abholung von Credits aus Containern funktionierte nicht richtig. Das wurde auch behoben. Artikel, die in Geschäften gekauft wurden, wurden nicht richtig verfolgt. Das könnte sein, dass das bei mir der Bug war auch. Wo ich was reingetan habe für, sagen wir mal, 20 Goldmünzen. Und ich habe dann 2000 rausbekommen. Ich glaube, das könnte sein, dass das jetzt behoben wurde. Finde ich sehr, sehr gut. Dann wurde behoben, Problem bei der Übertragung von Container ins Inventar.
wo alle Sachen verschwunden sind, wenn man nicht genug Platz hatte. Das wurde behoben, Gott sei Dank. Ne, weil man hat ja hier zum Beispiel, Animal hast du ja nur hier diese Auswahl. Jo, jetzt sagen wir mal, ich habe hier alles voll mit Waffen und allem Krempel und Teilung, wie es halt voll ist. Und jetzt habe ich, ich weiß gar nicht, wie viel das sind. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 Tiere kann man mitnehmen. Wenn ich jetzt einen Tiercontainer leer mache und da sind 35 Tiere drin, dann sind 5 Tiere einfach verschwunden. Und ich glaube, das wurde jetzt behoben, dass es heißt, okay, die 30 Tiere sind drin, aber die 5, die keinen Platz mehr haben, die bleiben jetzt im Container. Das wäre auf jeden Fall sehr, sehr cool. Ne, wenn das behoben ist und wenn das jetzt passt, das wäre schon sehr schön. Jawohl, danach haben wir gesucht. Ne? Gleich mal Heiltränke mitnehmen. Und ja, ich finde es gut. Ich finde es gut. Hier nehmen wir gleich schon mal. Warte mal, ich habe aber den da jetzt nicht mitgenommen, oder? Doch, habe ich. Ich habe es nur nicht mehr gewusst. So. Flammenmunition, trinken und irgendwie ist mir die Maus zu schnell. Da ist der Beaker. Wir können uns eigentlich auch direkt Maus rüsten, ne? Zack, zack, zack und da rein. Tada! Jo, Flammenwerfer. Keine Ahnung, ob ich den brauchen tue ich sie jetzt eh noch nicht. Nochmal was zum Heilen. Okay, jetzt haben wir hier nichts. Und ich glaube, dieses Mal bleiben wir tatsächlich auf Nova. Genau, mit dem Crossbow können wir uns die Tiere hier schön dingsen. Ich finde das auch so schön hier hinten mit den Steinen und so, aber so schön kriege ich nie gebaut. This should help. This should help. Jawohl, der kommt auch direkt hier rein. Oh, nein, warte, stopp. Der kommt hier rein. Und mal gucken, ob es... Habe ich schon? Jawohl. Bam! Getting started, travel to Nova. Mal gucken, ob sie es jetzt geregelt haben, dass sich die Pfeile mal speichern. Da war ja auch immer so ein Problemchen, ne? Jo, hier haben wir echt nichts mehr. Ich habe alles, ja? Ja, lass mich los, lass mich los. Dann würde ich sagen, flieg mal los. Oh, warte, hier geht's raus. Dann geht's hier raus. Na, mit dem schönen, mit dem wunderschönen Flieger geht's mal wieder ab nach Nova. Skip-Tutorial. Nee, komm. Make sure. Ich hoffe doch. You will not be able to return. Das ist mir bewusst. Ich hab, glaub, nichts vergessen. Ich hab den Bogen, ich hab erst Hilfegrab. Ich hoffe. Close. So, da sind wir gelandet. Wie gesagt, ich lasse das Tutorial jetzt einfach an. Brauchen, glaube ich, denke ich, hoffe ich, brauche ich es zwar nicht mehr, aber einfach anlassen. Und wir sammeln direkt schon die Credits, weil wir hier die ganzen Quests gleich mitmachen. Ich höre euch, ich höre euch, ich höre euch, aber ich kann euch noch nicht fangen. So, wir nehmen alles mit. Wir nehmen alles mit und ne, wir sind runterplumpst. Schweinerei. Ich weiß nicht, wo unser Mädchen den Führerschein gemacht hat. Azaleen. Wunderschöne Azaleen. So. Ja, 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 ich weiß doch. Nehmen wir mit. Ich crafte dann schon. Aber erstmal muss ich alle Blümchen klauen. Ich glaube, irgendwie muss ich mal ein bisschen was rumstellen, ne? Na, lass doch den Hasen in Ruhe, du blöder Fuchs. Mann! Man kann jetzt zwar Tiere züchten, aber das ist kein Grund, jetzt hier die Hasen zu töten. Meine Güte. Fängt ja schon gut an, ne? Fängt ja schon gut an. Eieieiei. So, ein Seil hätte ich noch gern. Hardwood hätte ich noch gern. Da ist ein Hasi. Bam. Chevy kann es nicht lassen. Na, kein bisschen Pfeil am Popo. Und was macht sie? Sie sammelt die Tiere jetzt schon ein.
Es ist unmöglich mit der Frau. Unmöglich. So, gib mir Seil, gib mir das da. Dann lass mich mal gucken. Also ich glaube, hier wird mir jetzt noch nichts sehen, ne? Warte mal, was hieß es denn? Das sieht alles noch gleich aus. Hier ist noch nichts. Animal, wir können ja mal gucken. Auch die sind alle weg. Müsste ich wieder haben. Ganzen Tierchen, die ich... Oh, ich glaube, der ist neu, oder? Der Schwarze, ich glaube, der ist neu. Vielleicht kriegt man den jetzt durch Zucht. Wäre möglich. Oh, der da. Der ist, glaube ich, auch neu, oder? Harlequin, ich glaube, der ist auch neu. Und den gibt es wahrscheinlich nur durch Zucht. Ach, nee, guck mal hier. Also ich meine, die Hasen könnte man untereinander kreuzen und die Hasen könnte man untereinander kreuzen. Aber den Hase und den Hase könnte man nicht untereinander kreuzen. Glaube ich, glaube ich. So, Wölfe, Hund, Katze, da muss man alles wieder suchen, ne? Schweinchen, das sind alles noch eigentlich ziemlich... Guck mal, ein kleiner schwarzer Elefant. Aber wie cool ist das denn? Den kriegt man wahrscheinlich auch durch Zucht dann raus. Ich guck nur gerade. Guck mal, die da. Dachs und die sind neu. Die sind definitiv neu. Und ich hoffe, dass wir dieses Mal den Task-Elefanten bekommen. Der ist neu. Der Golden Shadow Sheepdog ist neu. Jetzt gucken wir gerade. Ja, bei den Pferden, das war immer schon so viele. Ich weiß nicht, ob der. Ich habe keine Ahnung. Pferde gab es immer schon mega viele. Da blicke ich nicht mehr durch, was da neu ist und was nicht. Und ja, wir müssen mal gucken, ne? Oh, wie cool. Guckt euch den mal an. Oh, wie schön. Die kriegen wir auch noch. Die kriegen wir auch noch. So. Die schon auch alle neu aus. Und die fressen immer den legendären Bär. Nicht Bären. Den legendären Elefanten. Das ist nicht in Ordnung. Oh, guck mal, auch ein kleines Nilpferd. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Genau, und die ganzen Monster und Dromedare. Okay, ich glaube, das wäre dann alles, ne? Also, ihr seht, es gibt einiges neu. Eigentlich wollte ich ja Craft nicht trotteln. Entschuldigung. Also, ich hätte gern Tools. Ich hätte gern Stone. Stone brauchen wir. Und noch mehr Stone. Ich sammle gerade überhaupt keinen Stone, ne? Tum, 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 tum. Alles einpacken, alles mitnehmen. Aber hier sind doch auch gar keine Steine. Ich habe vergessen, wie Steine aussehen hier drin. Tum, 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 tum. Nee, eigentlich müssen die da rumliegen, ne? Hier liegt doch einer rum. Okay, wenigstens haben wir schon mal einen. Da ist ja noch einer, guck mal. Da nochmal craften... Tools. Einmal das da. Und einmal das da. Zack. Sehr schön. Dann Weapon to Inventar. Ich muss erst wieder reinkommen, ne? Ich habe so lange schon kein Animalica mehr gespielt. Dadurch, dass es halt leider putt gegangen ist bei mir, der Spielstand, konnte ich auch nicht irgendwie so spielen und farmen, wie ich ja eigentlich wollte. Das ist das Problem. So, eigentlich sollte ich auch Holz mitnehmen und überhaupt mitnehmen und alles mitnehmen und... Ach, herrlich, herrlich. Es ist eine wahre Freude wieder. So, nehmen wir mit. Baumarkt mal gleich mal ab hier. Ja, fein machst du das mit hier. Fein. So. Ich würde ja schon gern wenigstens bis nach Nova reinkommen. Habe ich Motion Blur an oder irgendwie sowas? Irgendwas passt da noch nicht so richtig. Ich muss noch mal gucken. Ich hatte auch das Spiel noch mal neu installiert. Vielleicht habe ich irgendwas verbuckelt. Und weghauen. Weghauen. Ich will den Stein mitnehmen. Komm auf, bist du drauf da. So, ich glaube aber jetzt kommt erst ein Monster, genau. Das bedeutet, ich habe noch gar keine Nahkampfwaffe. Wobei ja Nahkampf schon gar nicht mal so schlecht wäre. Waffen.
Aber den kann ich nicht herstellen, weil ich keine Knochen habe. Ah, nee, ich dachte, man könnte direkt einen Tingsen herstellen. Das Drohnenhammer brauche ich jetzt auch nicht. Okay, dann gehen wir jetzt hier in den Fernkampf. Ein paar Pfeile haben wir ja für zum Töten. Müsste ja auch eigentlich nur ein Viech sein. Ich hoffe. Also mit dem Stein könnte ich mir jetzt auch einen Klopper bauen, aber egal. Aber was liegt da? Achso, da liegt ein Mensch. Ja. Ist mir bewusst. Ja. Oh, warte mal. Da kommt er auch anscheinend hoch. Lass mich mal kurz. Geht das hier hoch? Ja. Da komme ich auch nicht hoch. Ah! Autsch! Ja, natürlich. Noch eine Bärenfalle. Nein! Jetzt sterbe ich an dem Viech gleich, ne? Weil ich es nicht mehr gewohnt bin hier. Lass mich in Ruhe. Eieieiei. Na, komm her. Jawohl, er ist tot. Da merkt man erstmal, dass man komplett aus der Übung ist. So, gib mir... Warte mal, da ist noch ein Pfeil. Ich krieg den aber nicht, ne? Da sehe ich die Spitze. Da, oder? Egal. Wir packen das Viech ein. Sie unten Flammdroher gleich mal kaputt machen, weil sonst kommt es nach. Jo, dann machen wir aber ganz schnell wieder die Pfeile. Obwohl, jetzt kommen erstmal. Nee, erst kommen noch liebe Tiere. Jo, das nehmen wir alles mit. Gucken wir mal, was hier in der Kiste drinnen ist. Ein paar Münzen. Ja, ist vielleicht von Stadt gar nicht so verkehrt. Jo, Gold nehmen wir aber mit. Und da hinten ist ja auch noch. Schöne Sachen. Nee, das ist gar kein Gold. Nee, hinter mir ist Gold. Ich bin verwirrt. Aber guck mal, Elderdingsen habe ich auch nicht mitgenommen. Blind durch die Welt wie immer halt. So, der ist weg. Man muss halt am Anfang wieder alles mit. Eieiei. Was war das gerade, Mädchen? Warum kriege ich den nicht? Warum? Ah, hier. Falsche Seite gedings. Kein Problem. Ich glaube halt wirklich, wir bleiben dieses Mal direkt in Nova. Dann kann ich mir viel, viel ersparen. Ne? Weil erstens mal immer dieses Hin- und Herreisen ist halt doch ein bisschen nervig. Bei dem langen Ladebildschirm, aber ist, wie gesagt, das ist kein Problem. Aber es ist halt so ein bisschen... Wir bleiben dieses Mal komplett auf Nova. Wir gucken, dass wir Nova schön clear bekommen. Machen alles gut, was hier rumrennt. Dann haben wir hier auch kein Problem mehr mit Gegnern. Und dann passt das schon. Gold, ganz viel Gold. Erstmal überall die Schmuckstücke abholen, ne? Ich glaube, die Legendary-Viecher werden so unser erstes Ziel sein. Warum? Weil ich jetzt noch weiß, wo sie sind. Durch unsere letzte Folge. Und weil ich alle haben möchte. Je länger ich das Krokodil bei Tusk, dem Waldelefanten, lasse, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass es stirbt. Dass er stirbt. So, Bogen. So, was liegt hier alles? Die böse Bärenfalle. Böse Mistding, ey. Weg damit. Kommt weg damit. Gibt es eigentlich irgendwie Eisen oder so? Nee, ne, wahrscheinlich nicht. Und doch, Scrap Metal. Geht ja doch. So, wir kommen aber auch nicht wirklich weit, ne? Weil ich alles einsammeln muss. Aber wie gesagt, in dem Spiel, Leute, da ist Sammeln das A und O. Ihr müsst sammeln. Das ist ne, meine Predigt, schlechthin. Also, weg mit dem Stein, den nehmen wir auch noch mit. Und da hinten kommt dann gleich schon mal eine Werkbank, obwohl die Zuchtstation und so ist ja in einer erweiterten Werkbank. Ja, weiß ich. Das heißt, wir können da noch gar nicht gucken, wie die ausschauen. Das bedeutet, eine erweiterte Werkbank wird erstmal unser Hauptziel sein. Aber ich glaube, braucht ihr nicht richtig Barren. Dann bauen wir erstmal die Schmiede. Und jetzt fängt das wieder an. Ne? Was baue ich zuerst, damit ich
an den ganzen Kram rankomme, den wir brauchen. Auf jeden Fall, wir wollen alles haben. Ganz klar. Wir wollen alles. Irgendwas passt aber noch nicht. Zieht zu. Oder weil es zu schnell ist. Ich kann es nicht sagen. Irgendwas gefällt mir gerade noch nicht von der Einstellung. So, Pilze nehmen wir alle mit. Die brauchen wir. Und den Wuffi nehmen wir auch mit. Ja, der ist krank. Wir heilen den, ne? Wie immer. Ich verspreche immer und heilen ist dann so eine Sache. Und hier können wir verkaufen. Warte, lass mich jetzt gerade mal nur... Obwohl, das war eigentlich nur in Ding bei mir, ne? Sehen wir mal, wir verkaufen einen Donut nur. Split, Drop, Konsum, Split. 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 Ich will nur einen verkaufen. Ein Coin, Sell. Jetzt kriege ich gar keinen. Oder jetzt habe ich nicht geguckt, wie viel Gold ich hatte. Verdammt. Ich weiß es nicht. Da müssen wir nochmal einen verkaufen. Split. Split. Müssen wir jetzt 55 haben. Zack, verkauf. Ah, hier 55. Also es sieht aus, als würde es funktionieren. Aber wie gesagt, ich glaube, das war bei mir halt in Dings so extrem. Ne? In Sachsmeer. Ein Revolver. Sehr schön. Wie hieß denn jetzt das Haus? Dieses, ja, ne, die Tomate und immer noch keine Tomate. Die braucht ein bisschen Licht. Der hat hier ja gar kein Licht, Mensch. Das kann man zerstören, das wissen wir. Gibt es dann auch immer schöne Sachen, zum Beispiel Karotten. Sie hat ein Bier und keine Tomaten. Du armer Mensch, du. 10 Coins in der Tasche, mehr hat er nicht, ne? Armer Mensch. So, okay. Dann geht's quasi weiter. Ich sollte wenigstens Gold mitnehmen. Jetzt fängt schon wieder an, ne? Aber eigentlich müsste ich alles wegkommen. Wir brauchen Steine. Wir brauchen alles. Wir brauchen absolut alles. Weg damit. Jawohl. Und wir können am Anfang, können wir ja dann wirklich diese Tiergehege benutzen, die uns da quasi zur Verfügung stehen. Und ja, mal gucken, wie wir das dann anstellen. Einfach einen großen Zaun umrum bauen und dann alle Tiere freilassen. Rennt alles kreuz und quer einfach rum. Da sitzt aber ein kleiner Hase. Da sitzt ein kleiner Hase. Habe ich ihn erwischt? Habe ich ihn erwischt? Ja, ich habe ihn erwischt. Habe ich den richtigen Pfeil? Ja, ich habe den richtigen Pfeil. Animal! Oh, es fängt schon gut an, Leute. Es fängt schon gut an. Wie viel? Ich habe nur noch 12 Pfeile. Für ein paar Legendary-Tiere würde es auch reichen. Nur mal so nebenbei erwähnt. Ach, ehrlich, Leute. So, die 2 Kühe könnte ich eigentlich auch gebrauchen, ne? Also süß ist nicht. Ich könnte sie ja schon gebrauchen. Aber ich finde das so cool. Züchten, Mensch. Wie cool ist das denn? Ich hoffe, dass ich ganz schnell diese Werkbank habe, diese Zuchtstation, damit wir Tiere züchten können. Das wird so mega. Das wird so mega. Die kommt weg. Ich will da nicht reintreten. Ich will da auch nicht, dass die Kuh reintreten kann. Sind sie sauer. So, jetzt gehen wir da noch hin, weil da ist die Werkbank drin. So, Holz nehmen wir gleich mal mit. Das nehmen wir mit. Kreuzbaumer für den Alchidings, den Alchiturm. Oh, guck nicht so. Süßes Foto. Da, du kleiner Wuffi. Chrome haben wir auch schon gefunden. So muss das sein. Chrome war früher bei der Landbase. Der wurde versetzt. Der kleine Pferdchen. Komm, gib mir. Danke. Irgendwie sieht das aus, als wäre Motion Blur an oder so. Aber eigentlich... Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Oder halt schon lange nicht mehr gespielt und keine Ahnung mehr. So, hier weg. Jawohl. Und da mal gucken. Ah, ja. Ja, Workbench. Kriegen wir hin. Stoff nehmen wir mit. Klau dir deinen ganzen Stoff und deine Blumis. Du brauchst sie nicht mehr. Alles mitnehmen.
Und die Kiste ist auch leer. Schade. Also. Warte mal, das da ist. Basic. Basic Workbench. Okay. Ja, aber ich glaube hier Enrichments. Nee, Quatsch, wie hieß denn das? Settlement-Dings, ne? Shelter. Das da ist neu. Ein großes Hühnchending. Das ist auch neu. Das ist auch neu. Wie cool sieht das denn aus? Das ist auch neu. Guck mal, mit so einem Totenkopf. Wie geil ist das denn? Die sind definitiv neu. Die Zelte gab's schon. Settlement. Äpfel. Karottenfarm ist neu. Karotte. Pfeffer ist neu. Lettuce ist, glaube ich, neu. Elberry ist neu. Wie geil ist das denn? Wir können die Sachen dann... Strawberry Farm! Dann braucht man nicht mehr so Wildzug, sondern man pflanzt die Sachen an. Eggplant Farm. Ich werd verrückt. Ich werd verrückt, Leute. Aloe Vera Farm. Nein, wie geil ist das denn? Oh, ich bin gerade einfach nur happy. Wie geil ist das denn? Also das ist alles, was wir... Ich glaube tatsächlich, mit der Zeit kommt für jede Pflanze und jedes Ding auch eine Farm. Das wäre so mega, ne? Wenn man irgendwann komplett ein Selbstversorger ist, das wäre so mega. Und die kennen wir schon. Also definitiv, ja. Ich bin zufrieden. Und da, guck, das meinte ich. Guck mal, ein kleiner Hühnerstall, ein fertiger. Oder hier. Wie cool ist das? Das ist ein Schippe, also Schaf. Schaffarm. Und hier für Pferde. Schon so fertig gebaut. Das sieht ja mega aus. Vor allem, das ist nur ein kleiner Zaun. Ne, hier ist... Warte mal, das ist aber auch neu, oder? Das sieht auch neu aus. Ja, ich glaube, der eine war gerade neu. Also ich bin begeistert. Ich bin begeistert von dem Patch mal wieder. Ich habe noch nicht viel gesehen, aber ich bin begeistert. Genau, denn wir reiten dann mit Chrome weiter. Und ich mache auch nichts Böses. Und das ist mir ausgerutscht. Ich weiß nicht, wie das passieren konnte. Krieg ich mal, oder Chrome steht zu nah dran, ne? Da muss man kurz weichen. Also mir gefällt es, ich werde, es wird jetzt wieder was geben. Ich weiß jetzt nur noch nicht, wie viel und wie oft. Ich werde mir natürlich Mühe geben, vielleicht wieder dreimal die Woche auch. Oder abwechselnd mit Disland ist Myland. Ich werde gucken. Ich hoffe, ihr freut euch auch auf dieses ganze neue Patch erkunden. Und ich hoffe, ne? Wir haben wieder viel zu tun, meine Lieben. Deswegen sage ich aber schon mal vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Unten in der Videobeschreibung haue ich nochmal die Patch-Notes rein. Und vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.